Hallo zusammen, ich bin Susanne Aargau-Strickliesl. Herzlich willkommen hier in meiner kleinen Handarbeitsecke. Ja, ich bin wieder da, nach 2 Wochen Pause. Wir hatten ja in der ersten Woche noch Ferien und in der zweiten Woche musste ich ja noch ein bisschen was machen, damit ich euch überhaupt was zeigen kann. Ja, mein Mann hatte ja Ferien eine Woche, dann haben wir auch ein bisschen Ausflüge gemacht. Und da habe ich tatsächlich, glaube ich, fast nichts gestrickt. Ich habe gehäkelt an der Decke für meine Enkeltochter. Die hat ja Mitte Dezember Geburtstag und bis dorthin muss sie fertig werden. Und ich habe schon wieder das Gefühl, mir läuft die Zeit davon. Drum, ja, habe ich dann gedacht, okay, ich warte 2 Wochen, dann kann ich euch ein bisschen was an Fortschritten zeigen. Und es ist dann nicht nur bla bla. Ich muss ja noch sagen, dass es eine Dauerwerbesendung ist, weil ich euch ja dauernd Sachen in die Kamera halte, die euch verleiten könnten, was zu kaufen. Ich glaube das zwar nicht, weil ihr seid ja alles Menschen mit freiem Willen, aber irgendwie die Gesetzgeber glauben das nicht. Darum muss ich sagen. Meine Kaufanleitungen übrigens, die, das sage ich in der Regel auch nicht dazu, sind eigentlich immer die Anleitungen sind immer Kaufanleitungen. Ach, es fängt schon wieder gut an. Dabei fange ich jetzt etwa das 5. Mal schon an und es wird einfach nicht besser. Und darum ziehe ich es jetzt einfach durch, wie es ist. Gell? Ja. Zum Ablauf heute. Ich zeige euch mal ein paar fertige Sachen. Ich habe noch etwas. Es wurde mir ein Herzensprojekt angetragen, ob ich das fertig machen könne, und das habe ich. Das kam Dienstag abends zu mir und habe dann in der gleichen Nacht angefangen und war dann mittwochmorgens um 2:30 war dann das Projekt gewaschen und ich musste es nur noch auslegen zum Trocknen. Aber da erzähle ich euch gleich später dann dazu. Ja, und dann habe ich mir noch was aufgeschrieben. Ja, wegen meinem Breathing Space. Ich hatte jemand geschrieben, was ist das für eine Designerin, die du meintest? Es war die Vera Velimäki. Meine Aussprache ist leider manchmal etwas Entschuldigung, aber es ist wirklich etwas undeutlich manchmal. Ich muss mich sehr bemühen. Ich bemühe mich auch jetzt nicht mehr so rasch zu sprechen. Also eigentlich hat das noch nie jemand moniert bei mir. Es hat sich noch nie jemand beschwert. Aber ich finde es manchmal, wenn ich dann meine Videos anschaue, dann bin ich so... Und das finde ich dann schon manchmal etwas zu aufgeregt. Ich habe aber keinen Beruhigungstee getrunken. Ich bemühe mich jetzt mal so etwas gemütlicher zu sein. Ich bin eigentlich jemand sehr Gemütliches, ne, im Fall. So, aber ich spreche, wenn ich ein bisschen aufgeregt bin. Und das bin ich in der Regel natürlich schon, wenn ich hier ein Video für euch aufnehme. Das ist immer so eine gewisse Aufregung, auch für mich. Und darum, ja. Ja, ich zeige euch ein paar fertige Projekte und dann zeige ich euch die Fortschritte. Ich habe nicht so große Fortschritte gemacht an den Sachen, an denen ich dran bin. Also zum Beispiel Crisscross habe ich überhaupt nicht gestrickt. Da werde ich aber ab nächster Woche läuft wieder alles wie gewohnt. Ich habe mich jetzt auch so ziemlich wieder in den Alltag eingefunden. Aber es ist halt immer irgendwas. Also diese Woche musste ich dann noch mein vierbeiniges Enkelkind hüten. Und ja, das ist ein Hund, der kann nicht alleine zu Hause bleiben. Ein Husky. Also es wundert mich nicht, warum die meisten Husky-Besitzer mindestens 2, wenn nicht sogar 3 oder 4 Huskys haben, obwohl ich zweifle daran, dass das wirklich viel bringt. Und jetzt ist es, glaube ich. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Vorher schien die Sonne, da war es eigentlich sehr gut mit dem Licht. Und jetzt ist es so ein bisschen, ja, egal. Ihr werdet das, was ich gestrickt habe, sicher sehen. Und das reicht ja eigentlich. Und wenn ich da ein bisschen im Hintergrund drücke, ist ja das nicht so schlimm. Ja, also, zuallererst ganz, ganz herzlichen Dank für all die Däumchen hoch, für all eure lieben Kommentare, da freue ich mich immer unheimlich darüber. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe auch ein paar
Abonnenten wieder dazu bekommen. Herzlich willkommen. Danke an all diese, die mich immer noch schauen. Ja. Aber starten wir doch jetzt gleich mal mit dem Gestrickten. Also ich habe die Socken für meine Enkeltochter fertig bekommen. Ich glaube, die waren letzte Woche noch irgendwie noch nicht fertig. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie bin, aber sie waren, glaube ich, noch nicht fertig. Und sonst seht ihr sie halt jetzt zweimal. Ja, das würde mich nicht tun. Ich leide tatsächlich immer noch ein bisschen so an, wer hat das uns gesagt? Corona-Demenz. Also man kann es nicht anders benennen, als es ist tatsächlich ein bisschen so, dass mich das immer noch ein bisschen begleitet. Aber anyway, ich zeige sie heute. Entweder das erste Mal ganz fertig oder halt nochmal. Oh, vielleicht tröstet das manchen da draußen, wo denkt, oh Gott, das geht mir auch so. Ihr seht. Ja, die habe ich gestrickt. Von Regia war das. Schachenmeier Perfect Kids Color. So, das sind die. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Die habe ich mal in irgendwo bei uns in einem Discounter kaufen können. Ottos Warenposten, die Schweizer kennen es. Ja, die sind richtig hübsch geworden. Jetzt werde ich sie dann vermutlich noch waschen, dass sie ein bisschen, also nicht, sie sind nicht kratzig, aber ja. Also, den Anschlag mache ich jetzt zurzeit immer mit einer ganzen Nadelstärke größer. Das heißt, wenn ich jetzt, ich stricke ja die mit 2,5, dann schlage ich die an mit 3,5 Nadeln und stricke aber dann die erste Runde gleich mit der 2,5 Nadel ab. Und ihr seht, es wird sehr schön elastisch. Ich stricke da immer eine, bei ihr jetzt immer eine Shadow Wrap Ferse, die sagt, sie passt ihr am besten. Ich schlage, das ist Größe 36, ich schlage immer 60 Maschen dann an für sie. Und ja, Sternchenspitze, was gibt es noch dazu zu sagen? Sind halt Stinos, aber ich finde bei dieser schönen Wolle, die Muster doch sehr, sehr hübsch, braucht es eigentlich kein Muster. Und mir ist das tatsächlich, viele sagen mir ja, ich stricke gerne Muster in Socken, weil es mir sonst zu langweilig ist. Aber mir eigentlich nicht, aber ich stricke die natürlich eigentlich nur beim Fernsehschauen. Also wenn ich jetzt Krimi schaue oder so, da stricke ich nicht gerne was mit Muster, weil dann verstricke ich mich sehr gerne dabei. Ja. Dann habe ich ja, habe ich jetzt bis jetzt noch nie gezeigt, ich stricke Socken für eine liebe Strickerin, die sagt, sie strickt nicht gerne Socken und ich habe das bis jetzt nie gezeigt, aber sie hat gesagt, sie schaut keine Podcasts im Moment. Und ich dachte, ja gut, dann kann ich das ja zeigen. Also, wie gesagt, sie hat gesagt, eigentlich zieht sie sehr gerne gestrickte Socken an, aber sie hasst es, sie zu stricken. Und da habe ich gesagt, ja, dann mache ich doch das, also Größe 34, hallo. Ja, also das war übrigens das erste Paar, da habe ich ja Socken für mich aus der Wolle gestrickt und dann habe ich noch für sie. Sie hat gesagt, sie möchte kurze Bünde, also eigentlich keine langen Schaft, weil sie mag das lieber so. Ja, und wenn ich ganz ehrlich bin, und da, was ist denn das für ein Faden da? Komisch. Muss ich nachher dann schauen. Naja, auf jeden Fall hat sie gesagt, sie hat lieber kurze Bündchen. Ich habe da, gut, das ist die Fernerwolle sechsfach, da habe ich, glaube ich, 12 Maschen angeschlagen pro Nadel. Ja, versuche die einigermaßen gleich hinzubekommen, was mir, würde ich jetzt mal behaupten, ziemlich gelungen ist. Ich habe ihr eine Shell-Web-Ferse gemacht und eine Sternchenspitze. Ja. Die kommen jetzt dann in die Geschenkebox. Dann habe ich noch mehr für sie gestrickt. Dann war als nächstes, das waren die allerersten. Dann hatte ich, ich meine, bei Größe 34 kannst du natürlich gut auch mal so Reste verwenden. Also ich habe oft noch so Socken von der Sockenwolle Reste, die einfach für jetzt eine Größe 39 nicht mehr reichen würde, vielleicht schon sogar schon für 36 eher knapp werden könnte und aber so für ihre Größe, ja, würde ich sagen. Und da habe ich da noch, da habe ich ja aus dieser Wolle, das ist eine Opal,
Aber frag mich nicht mehr, was für eine. Da habe ich ja schon mal Socken für eine Bekannte gestrickt, die gerne Orange mag. Und ich behaupte sogar, die habe ich so auch geschenkt bekommen. Ja. Also die sind nicht identisch geworden, wenn ihr da so schaut. Aber ich finde auch das, ich finde die lustig. Das ist doch lässige so. Ja. Macht doch richtig fröhlich, macht doch Spaß, die Farben, und es stimmt einem auch fröhlich. Da habe ich 14 Maschen. 14 Maschen pro Nadel angeschlagen und auch wieder eben mit der größeren Nadel den Anschlag gemacht und dann gleich mit der zweieinhalb halber Nadel abgestrickt. Shadowwrap-Ferse und ja, Stilos. Und dann habe ich diese Woche noch auch aus einem Opal-Abo-Knäuel, den ich geschenkt bekommen habe, habe ich die noch gestrickt. Da habe ich noch welche noch über. Ich glaube, da stricke ich noch für meine Enkeltochter. Ich finde, ach das so, es macht doch einfach Spaß, diese Farben. Gerade im Winter, wo man das ja meistens trägt, dann ist man manchmal froh um ein bisschen fröhliche Farben. Da habe ich abgesetzt mit, das kann ich euch das noch zeigen, das ist mit Sockenwolle von Lanada. Das ist die Sockenwollbase, wo sie haben. Die ist, ach, die ist mega weich. Also eignet sich auch für Tücher und für Pullis und Jacken, also Oberteile. Ja, die habe ich dann so abgesetzt. Da habe ich jetzt noch genügend, dass ich für meine Enkeltochter noch eine Größe 36 hinkriege. Und wenn es dann immer noch über hat, dann mache ich einfach noch Kindersöckli daraus. Ja. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Also die drei Paar Socken habe ich jetzt gestrickt. Es kommt vielleicht noch ein, zwei Paar dazu. Ihr werdet es dann sehen. Ja, das sind meine fertigen Sachen, die ich komplett gestrickt habe. Und dann am Dienstag war das, hatte mein Mann hier Vorstandssitzung von seinem Sportverein. Also es ist ein Mini-Verein. Sie haben irgendwie jetzt auch durch Corona hat er sehr, sehr gelitten und es hat auch nicht mehr viele. Ist das jetzt zu dunkel oder nicht? Naja. Ja, die Junioren sind nicht, haben sie Juniormannschaft, haben sie keine mehr, was ein bisschen schade, wie ich finde, schade ist. Aber ja, ich glaube, viele, das habe ich auch so gehört, dass viele Vereine, auch Sportvereine, gerade die kleinen, Corona hat da viel kaputt gemacht. Also da, ja, die haben echt gelitten. Und auf jeden Fall hat er dann schon gesagt, du, meine Vizepräsidentin, hat, glaube ich, noch einen Anschlag auf dich vor. Und ich so, okay. Lass dich überraschen, ist da mein Motto. Und dann kam sie eine halbe Stunde früher und brachte mir was mit. Und zwar ist ihre Schwiegermutter im März leider verstorben. Und sie war auch eine Strickerin und hatte, beim Ausräumen haben sie noch einen angefangenen Pullover gefunden, den sie gestrickt hat. Also ich nehme an, den hat sie für sich stricken wollen. Einfach von der Größe her. Und ich irgendwo hier werde ich dann noch ein Bild einfügen, wo ich dann noch kurz, bevor ich jetzt da wirklich angefangen habe, das zusammenzunähen, noch mir dann in Sinn kam, könnt ihr jetzt noch da ein Foto machen, he? Damit ihr seht, wie das zu mir kam. Also der Vorderteil, Rückenteil und ein Ärmel waren komplett fertig. Und der zweite Ärmel war dann die Hälfte schon gestrickt. Dann habe ich dann mal so gefragt, du, aber hast du da irgendwie noch eine Anleitung, weil es war mit Muster drin? Nein, hätte sie nicht. Haben sie nicht gefunden. Und ja, jetzt zeige ich euch mal, worum es sich handelt. Also jetzt ist er fertig. Ich kann nicht so genau sagen. Ich glaube, das ist Vorderteil so. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das so seht. Das ist ein ziemlich boxy Pulli, würde ich jetzt mal so sagen. Jetzt komme ich da mal näher ran. Also sie hat hier kleine Zöpfe gemacht, also über zwei Maschen hin verzopft und dann einfach mit so links, rechts, also so ein Rautenmuster noch eingebaut. Falls jemand dieses Modell kennt und weiß, woher es stammte, das würde mich wirklich interessieren und freuen, wenn ihr mir das mitteilen könntet. Ja, und dieser Ärmel war dann komplett fertig
Und der Ärmel war wirklich bis zur Hälfte hier. Dann bin ich gegangen und ihr seht jetzt, man sieht einen leichten Unterschied bei den Zöpfen von dem, was sie gestrickt hat. Hier unten hat sie gestrickt und hier oben habe ich gestrickt. Ja, ordinär. Ja, aber also die Wolle zeige ich euch gleich. Die war von, hat mein Mann gesagt, von deinem Freund. Jakobwolle. Immer wenn Päckchen kommt von der Jakobwolle, heißt es immer, dein Freund hat wieder Wolle geschickt. Ja, also das ist der Pulli. Den habe ich fertig gestrickt. Ich habe dann, ja, nach das, also, die waren um 11 fertig und um 12 Uhr nachts habe ich mich dann hingesetzt und habe mir dieses Muster auf Karo-Papier übertragen, damit ich das besser abstricken, also runterstricken kann. Das alleine hat schon, ich habe ich gut 2 Stunden gebraucht, bis ich das hatte. Aber sie hat dann auch erklärt, dass halt ihr Mann sich sicher sehr freuen würde, weil das wäre so das noch so ein Erinnerungsstück an seine Mutter. Und das war halt so was, ich meine, wie kann man da Nein sagen dazu? Also ich kann es nicht, wenn jemand so, ja, ein Herzensprojekt hat, um einem Menschen eine liebe Erinnerung zu schenken. Und darum war ganz klar, ich mache das. Ich habe da zwar gesagt, ja, ich habe jetzt gar keine Zeit, musste ein bisschen warten, aber irgendwie hat es mich dann so geparkt, habe ich wirklich, also morgens um 2 bin ich dann im 4 Uhr morgens um 2 bin ich dann ins Bett. Oh, das stand das Muster. Ich am nächsten Tag habe ich im, ja, bin ich dann aufgestanden, bin mit dem Hund laufen gegangen, habe noch ein bisschen was gemacht im Haushalt und dann habe ich mich wirklich hingesetzt. Dann kam dann das nächste Problem, und zwar, also Problem, ja, also die Mutter von ihrem Mann, die hat das, zeige ich euch, ich habe nämlich die Banderole. Also ich hatte genau noch 94 Gramm Wolle über. Und habe dann schon ein bisschen gedacht, so, ob das reicht. Und ich vermute, dass sie vielleicht darum das nicht fertig gestrickt hatte, weil sie vielleicht Angst hatte oder sie nochmal nachbestellen wollte, weil sie nicht sicher war, ob das reicht. Es hat gereicht. Ich habe also tatsächlich von, also ich hatte einen 50 Gramm und dann verschiedene, einen ganzen 50 Gramm Knäuel noch über, also das Ganze und dann diverse kleine Knäuelchen, die waren dann insgesamt 24 Gramm und das blieb tatsächlich noch über. Egal. Und die Wolle hier zeige ich jetzt noch, die war von Jakob Wolle, das war diese Tweed, die hat 58% Wolle, 23% Alpaka und da werden schon bei wahrscheinlich einige hellhörig. Dann 13% Polyacryl und 6% Viskose. Ich habe mal gegoogelt, ob es die Wolle noch gibt. Nein, also so wie ich weiß, hatte sie nicht mehr. Ja. Und jetzt wissen ja alle, ich und Alpaka. Also es ist auch so, wenn ich das jetzt so an mich, nur schon an mich hinhalte, ist das schon, friert's mich. Also ich kann das definitiv nicht. Es ging aber zum Verstricken nicht schlecht. Es hat einfach immer den, ich habe dann so das Problem, dass es mich in den, die Handflächen dann so, tut es natürlich auch wieder, weil ich es angelangt habe, kräuselt, also so wie wenn man eine Ameisen drin hätte, es rüsselt. Schweizerdeutsch. Ich weiß gar nicht, wie sagt ihr das auf Deutsch? Hochdeutsch oder Schriftdeutsch? Ich weiß es gar nicht. Wie sagt ihr das? Wenn es so kribbelt in den Händen. Das ist aber tatsächlich das Alpaka bei mir. Das geht einfach so nicht. Ansonsten wäre die Wolle wirklich schön. Ich fand auch der Pulli. Also, ich habe es meinem Mann gesagt. Also, ich war so zu Anfang ein bisschen skeptisch. Und dachte, oh, kommt das gut raus? Aber ich finde den richtig toll jetzt. Den mal jetzt nochmal auf. Ja, ich habe ja, sogar 100.000 Fäden zum Vernähen. ja, also ich habe dann am Mittwoch, heute haben wir ja Freitag, Mittwoch habe ich dann wirklich nur an dem Ärmel gestrickt. Jetzt werde ich da sagen, ja, einen halben Ärmel. Ja, aber ich habe diverse Mal anfangen müssen, weil sie hat das gestrickt mit Bambusnadeln. Die habe ich jetzt auch hier, das war 5,5.
Die Frau hat aber, ich glaube, die hat recht fest. Also die hat, war eine kleine Brettchenstrickerin, wie man das ja so schön sagt, ziemlich fest. Und dann habe ich dann zuerst mal weiter gestrickt mit diesen Nadeln. War ich gar nicht zufrieden, weil ich einfach lockere stricke. Also ich wieder aufgemacht. Also bis dorthin, wo schon gestrickt war. Ich habe mir eine Rettungsleine eingezogen, Seil, also Schnur. Ja. Zum Glück, ich habe etwa dreimal angefangen. Dann bin ich mal mit der Nadel. Ich habe gedacht, okay, ich bleibe bei Bambusnadeln. Mal schauen, ob das was nicht. Ich wollte ja, dass das Strickbild möglichst identisch bleibt. Dann bin ich mal mit der Nadelstärke runter. Dann war ich immer noch nicht zufrieden. Dann habe ich so gedacht, Also schlussendlich habe ich es mit einer 4,5er gestrickt. Also ich bin eine ganze Nadelstärke runter. Und auch mit der 4,5 Bambus hat es mir nicht gefallen. War ich immer noch nicht zufrieden, habe ich gedacht, so. Wer war das? Ich glaube, die Silvia von Maschenbeer hat mal gesagt, ihr müsst auch mit den Nadelarten spielen, also mal ausprobieren. Das Maschenbild, und das kann ich tatsächlich nur bestätigen, es macht auch was aus beim Maschenbild, ob ihr zum Beispiel Holz, Bambus, Metall, was gibt es noch, Carbon, also das hat alles einen Einfluss auf das Maschenbild, wie das aussieht. Und dann bin ich mal, ja gut, ich habe jetzt noch nicht pro Jackennadeln zu Hause. Ich mag die eigentlich immer noch. Ihr werdet sehen. Und habe dann die Knit Pro, also diese ganz glatten Holznadeln genommen. Und dann war es gut. Also dann habe ich dann wieder aufgemacht und wieder angefangen zu stricken. Ja, das war dann der Rest. Und dann habe ich zuerst überlegt, soll ich alles in Einzelteilen blocken? Da habe ich mich dann dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, naja, also vielleicht trägt sie ja den Pulli, ihr wird der vermutlich passen. Und ja, also sie wird das jetzt auch nicht wahnsinnig ausziehen. Ich habe dann wirklich die Fäden vernäht, also alles zusammengenäht. Sie hat zum Beispiel, der Pulli war dann unten an den Seiten schon etwas zusammengenäht. Das habe ich dann wieder aufgetrennt, weil ich einfach, gerade wenn ich so Ärmel einnähen muss, will, tu, dann habe ich gerne, also ich schließe immer die Schulternähte. Dann lege ich das flach hin auf den Tisch und dann passe ich den Ärmel ein. Dann nähe ich den Ärmel ein und dann schließe ich, also ja, dann mache ich das. Dann lege ich zuerst den Ärmel ein und dann kann ich im Prinzip in einem Rutsch, kann ich dann über den Ärmel quasi hier runter nähen und dann die Seitennähte schließen. Mache ich so am allerliebsten. Ist vielleicht eine Gewohnheit von mir, aber das ist so. Ich mache das halt so. Ja, die Ärmel und die Seitennähte habe ich ganz normal mit einem Matratzenstich zusammengenäht. Und hier oben habe ich tatsächlich das zusammengehäkelt, in der Hoffnung, dass es einmal gut aussieht. Und dass die Häkelkante, also dass durch das Häkeln etwas mehr Festigkeit gibt an den Schultern, weil die Wolle an sich natürlich relativ schwer ist. Also ich habe ihn jetzt nicht gewogen, den Pullover, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, aber ich meine, da hat man auf 50 Gramm 95 Meter. Also ich behaupte, da sind sicher 600-700 Gramm drin in dem Pulli. Also er ist recht schwer. Und dann ist natürlich schon das Problem, dass wenn ich den trage und ich habe hier oben keine stabile Naht, dass es dann halt immer weiter runterrutscht und das wollte ich vermeiden. Dann habe ich hier, ich habe ein Doppelbündchen gemacht, weil ich gedacht habe, ja, so, ich habe zuerst dann einfach einfaches Bündchen gestrickt und das war so ein bisschen lummelig.
Ja, ich kann es nicht anders sagen. Mir hat es dann nicht so gefallen. Ich habe das auch nicht schön hingebracht. Und dann habe ich ja gedacht, da es ja eh schon eine relativ dicke Wolle ist, ein warmer Pulli, dann darf das auch einen warmen Kragen haben. Und habe das dann, ich habe keinen extrem langen Kragen rangestrickt, aber ich habe ihn doppelt. Ich habe dann die Maschen hier rundherum aufgenommen, habe 6 Reihen gestrickt mit 4,5 Nadel. Dann habe ich eine Reihe links gestrickt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt also sieht. Und das fand ich, das gibt dann so ein witziges Bild. Klappt sich dann auch schöner um. Es gibt dann so wie nochmal eine Kante hier oben, so eine leichte Wellenkante. Das fand ich jetzt ganz gut so. Ja. Also das Zusammennähen hat auch noch seine gute. Also ich sage jetzt mal so roundabout 15 Stunden habe ich mindestens dran gehabt, an dem Pulli. Auf jeden Fall um 2:30 morgens am Donnerstag, gestern, nahm ich ihn dann fertig gewaschen aus der Maschine. Und ich habe wirklich Duschuhr dran gearbeitet. Und da habe ich gesagt, ja, dann muss ich heute das Video machen, weil morgen haben sie wieder einen Match in Luzern. Und dann ist sie auch dort. Bekommt sie den Pullover für ihren Mann als Erinnerung an seine Mutter. Ja, das sind die einzigen Sachen, die fertig geworden sind. Tatsächlich. Dann habe ich etwas weiter. Wie gesagt, also ich habe nicht so die Häkeldecke, zeige ich euch wirklich erst dann, wenn ich am Zusammenhäkeln der Patch, also der Grannies bin. Sag mal Grannies oder Patches? Ich weiß gar nicht. Kann man wahrscheinlich beides sagen. Würde ich meinen. Ja. Also, dann habe ich weiter gestrickt an meinem Kinder-Roundabout oder Teenager-Roundabout. Da habe ich tatsächlich nur dieses Stückchen dran gestrickt. Das ist ja ein Design von Nicolas Susan, mein vierten. Ja, ich weiß. Ich liebe dieses Basismodell, weil er einfach so viele Möglichkeiten bietet. Ich habe hier oben habe ich dann so, ich habe hier da so von Hul Hul Baby. Ja, mal locker. Oh je. Yeah. Doch das. Das ist dann die letzte Farbe, die ich hier einstricke. Das ist von Lana Grossa, Hul Hul Baby. Das war noch ein Rest von einer Wolle von Strickli Strackli Struck. Da hatte ich ja das schon mal verwendet für einen Pulli für meine Patentochter. Größe würde ich so sagen, eine 158. Ja. Habe ich da ein kleines Muster eingestrickt hier. Ja, so viel gibt es da nicht zu sagen. Also wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie einfach. Da werde ich die euch sehr gerne, sofern ich kann, beantworten. Also der möchte ich bis eigentlich jetzt diese Woche vielleicht fertig stricken. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So. Dann habe ich jetzt gerade gemerkt, dass ich noch was vergessen habe. Egal. Hole ich dann nachher. Dann habe ich an meinem Coral Reef meine Freundin weitergestrickt. Von der Lisa Honnes. Die Anleitung. Eine Kaufanleitung. Da gab es ja dieses Jahr noch einen Karl dazu. Da habe ich aber nicht mitgestrickt. Ja, eigentlich hätte es einen Flap werden sollen. Ich habe die kleinere Nadel. Die Wolle ist nicht so dick. Und ja, ich mache jetzt ein Zwischending zwischen Wrap und Schwab. Scarf, Scarf. Ja, also das letzte Mal war ich hier und das kam dazu. Ich habe allerdings gemerkt, ich glaube, ich habe es nie, ich habe einen Fehler eingebaut. Also jetzt nichts Dramatisches, ich werde es deswegen auch nicht aufmachen, aber ich habe das Muster tatsächlich nur hier in der Mitte. Also da sieht man es ja. Und irgendwie auf den Bildern hat es aber noch da noch Muster. Aber ich habe gesehen bei den Projekten, dass andere das auch so gemacht haben. Ich bin nicht die Einzige.
Also von dem her alles gut. Ja, also der ist, ich weiß gar nicht, wie lang der jetzt ist, etwa 80 Zentimeter, schätze ich. Also man sagt ja, ich bin 1,60 groß, meine Spannweite müsste jetzt also ja bei 1,60 sein und ich bin ein bisschen über die Mitte. Also ich werde sicher noch mal, bevor ich das wieder schmaler stricke, sicher noch mal 10 Zentimeter anstricken und dann werde ich dann ja wieder die Abnahmen machen. Die Wolle ist von Drops Merino Extra Fein. Die Farbe 51, so ein Dunkelbeige ist das. Mokka, oder? Ja, ist noch schwierig zu sagen. Der macht riesig Spaß. Die Wolle ist kuschelweich. Stricken tue ich das mit Nadelstärke Stärke 4, sehe ich gerade. Ja. Ja. Ah ja, und vielleicht habt ihr gemerkt, ich stricke jetzt mit Nadel. Jackennadel nennt man das, glaube ich. Ah. Ich bin wieder ein bisschen so Vintage-mäßig unterwegs. Früher hat man ja nur mit Jacken und solchen Nadeln gestrickt und irgendwie kam ich mit diesen Rundstricknadeln diesmal nicht so zu Gange. Und dann fand ich, ich probiere es mal mit diesen und jetzt geht es fast besser. Ja. So, jetzt habe ich noch was vergessen und das hole ich euch jetzt gleich. So, da bin ich wieder. Also, ich stricke ja noch ein Tuch für meine Patentochter aus diesem 25 Weeks of Shawls. Und zwar den Nelen, nein, Seich, die den Silta von Div Nelen. Nelen ist das Modell. So, das ist dieses hier. Das wird mit DK gestrickt. Das stricke ich jetzt auch mit Merino extra fein. Und ich hier noch ein paar Bilder. Gibt es auch als Einzelanleitung auf Ravelry zum Kaufen. Ich verlinke euch das dann. Ja, das habe ich angefangen. Schon länger. Das wohnt übrigens. Oh, eigentlich wollte ich heute meinen Hexenhut anziehen. Komme mir gerade in den Sinn wegen Halloween. Ja, egal. Das muss heute reichen als Halloween. Die Tasche habe ich von der lieben Stribimi, der Rebecca, geschenkt bekommen vor 2 Jahren. Rebecca, ich weiß es gar nicht mehr. Die finde ich so cool. Und da drin wohnt das Tuch. Das ist mal die Wolle. Das ist die Farbe 43. So ein, ja, ein Türkis. Ein bisschen gedecktes Türkis ist es. Türkis. Türkis. Es wird nicht besser, gar nicht. Ja, also da bin ich. Soweit. Also das letzte Mal war ich hier, wo der Maschen Progress Keeper ist und das kam jetzt dazu. Noch musste. Ich muss ehrlich sagen zu dem Tuch, ich finde jetzt gerade, wenn jetzt jemand Strickanfänger ist und so mal gern auch mal so was für sich stricken möchte, was nicht hochkompliziert ist, aber trotzdem etwas Abwechslung bietet, wo man verschiedene Sachen ein bisschen ausprobieren kann. Da kann ich diese Anleitung wirklich nur empfehlen. Die macht so Spaß, aber es ist jetzt nicht so, dass es hyper super kompliziert ist. Überhaupt nicht. Und es macht mega, mega, mega Spaß, das zu stricken. Die Wolle ist auch sehr angenehm zum Verstricken. Das Einzige ist, also wenn man mal ein bisschen zwischen in den Faden reinsticht, dann es löst sich jetzt nicht auf, aber die Verzierung löst sich. So muss ich sagen. Ja, da ist gar, jetzt kommt wieder ein solcher Abschnitt. Also den habe ich tatsächlich vor, wieder den Kraus-Rechts-Abschnitt bis zum nächsten Mal zu stricken. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht. Wie gesagt, am Kriskross habe ich nicht weiter gestrickt. Warum? Ich komme einfach nicht dazu. Zu wenig Zeit. Ich erfahre dann auch also jetzt diese Woche war auch noch relativ viel los, immer was zu tun und ja,
Dann bin ich ja, musste ich noch backen, also die mir auf Instagram folgen, die haben gesehen, meine Mini Nussschnecken. Kommt ziemlich gut an. Das Rezept ist auch dort drin. Also wenn euch das wundernimmt, schaut mal. Also ich muss jetzt dazu sagen, ich bin halt auch eine begeisterte Köchin und Bäckerin. Also ich backe wahnsinnig gerne und ich koche wahnsinnig gerne. Also es ist auch wirklich für mich kein Muss, sondern tatsächlich ein Ich darf. Es ist ein Hobby von mir. Ich liebe das zu tun. Es gibt nicht immer aufwendige Menüs bei mir, absolut nicht. Aber mein Mann sagt, ich koche gut und ich backe auch gut. Und da kommen wir eigentlich schon zum zukünftigen Thema. Die mir schon lange zuschauen oder länger zuschauen, wissen, Mitte November, das heißt die letzten 2 Novemberwochen, bin ich immer am Backen. Und zwar Kekse, Weihnachtskekse, Guetzli, Weihnachtsguetzli, wie wir hier in der Schweiz sagen. Und ich glaube, das war im 20, Dezember, also im November 20, da habe ich ja schon mal so ein paar Backvlogs gemacht, wo ich gezeigt habe, was ich so gebacken habe. Und ich werde das dieses Jahr wieder machen. Also es wird den regulären Steck-Podcast geben, weil, sind wir ganz ehrlich, viele interessiert das nicht. Das hat man auch damals im 20 gesehen. Die Aufrufe waren deutlich weniger, aber ich glaube, die es geschaut haben, denen hat es wirklich Spaß gemacht und für die mache ich das dann auch. Und für die das halt nicht kennen, ihr könnt ja dann mal reinschauen oder nicht. Ja, also das wird kommen und eine hat mir geschrieben, dass ich soll doch einen Backvideo machen. Sie hätte dann Wolle für mich. Ich habe ihr dann geschrieben, du weißt schon, dass ich käuflich bin. Meine Währung ist tatsächlich Wolle. Ich freue mich schon auf die Wolle. Aber wie gesagt, ich mache das dann im November, wenn ich dann aus gegebenen Anlass meine Weihnachtskekse backe. Da habe ich eigentlich mehr oder weniger schon alles, bis auf die Eier, die kaufe ich tatsächlich erst, wenn ich dann wirklich loslasse. Aber ich habe alle Zutaten schon zu Hause, die Butter ist einfach eingefroren. Da gucke ich dann halt schon immer vorher ein bisschen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, warum auch immer, immer also vor Weihnachten, gerade wenn es zur Backzeit geht, dann wird Butter teurer. Keine Ahnung warum. Aber wie gesagt, ich hab's zu Hause. Ja. Dann möchte ich euch wieder mal Wolle zeigen, die ich bekommen habe, beziehungsweise geshoppt habe. Also, ich weiß nicht. Ich sehe, viele von euch schauen vermutlich auch die Diana Voluminal. Ihr Kanal hieß früher Wollig bis heiter, glaube ich. Und jetzt heißt der Kanal Neu Voluminal. Sie färbt ja auch ganz, ganz toll. Und sie hatte einen Chorlaufen letztes Jahr. Der lief aber bis in dieses Jahr. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall den Giselle Schal. Den habe ich ja letztes Jahr gestrickt. Da müsst ihr mal in meinen letztjährigen Videos gucken, da zeige ich den. Der hat unglaublich Spaß gemacht. Wisst ihr was? Ich werde gucken, ob ich ein Foto finde und euch da reinstellen. Der ist ja ein Dreieckstuch, also eigentlich fast ähnlich wie ein Half in Half. Also man strickt mal aus einer Fingering-Wolle, strickt man ein Dreieck, also man fängt unten an und dann geht man die Breite und dann wechselt man zu einem Mohair-Garn und strickt dann ein Lace-Muster. Und wir schließen dann das Dreieck wieder. Wie gesagt, ich gucke, dass ich es hier irgendwo einfügen kann. Oh, ja, doch, ich schaue, dass ich es da einfügen kann. Ja, und sie hat das verbunden mit einem Wettbewerb. Also sie hat gesagt, man kann ihr dann die Bilder schicken. Und das habe ich dann auch gemacht. Jetzt weniger, weil ich was gewinnen wollte, sondern weil ich einfach so Freude daran hatte, also am Stricken, an der Anleitung und am Endergebnis. Dieses Tuch habe ich ja für meine Nachbarin gestrickt und die sagt, ach, sie liebt das. Klar, jetzt über den Sommer braucht es sie nicht mehr, aber sie sagt, jetzt ist es wieder da auf dem Sofa und da kuschelt sie sich abends sehr, sehr gerne ein. Sie sagt, einfach eine Freude. Ja, jetzt muss man dazu sagen, sie hat ja die Verlosung im Video, im letzten, vorletzten Video gemacht
Und da habe ich tatsächlich zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich was gewonnen. Also wirklich ich was gewonnen. Ich konnte es kaum glauben. Und es war so lustig, weil sie hat dann verschiedene Stränge und ich habe den grünen Gestrang gewonnen. Und viele werden jetzt, haben dann sicher gedacht oder denken jetzt, oh Gott, Susan, wo eine Grünsperre hat. Ja, die habe ich nicht mehr. Ich habe dann noch was dazu bestellt. Hätte ich natürlich nicht müssen, aber ich wollte schon immer mal was bei ihr bestellen. Und ich habe dann so gefunden, also so ein einzelner Strang, also der kann ja nicht alleine reisen, um Gottes Willen. Der ängstigt sich ja zu Tode in der Schachtel. Wenn er von all seinen Geschwistern weggerissen wird. Nein, 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 das geht gar nicht. Und jetzt zeige ich euch mal den Gewinnerstrang. Ich bin so begeistert. Das ist übrigens ihr Label. Und für dich heißt es, wie heißt die Farbe? Ich zeige es euch einfach mal. Ist das nicht ein tolles Grün? Oh, ich bin ganz begeistert. Ja, also der ist so schön. Guckt mal bei ihrem Shop, ich werde euch den Kanal von ihr werde ich verlinken. Am besten, da könnt ihr mal reinschauen. Sie ist jetzt nicht jemand, wo das hauptberuflich macht. Sie hat noch einen Hauptberuf, den sie ausübt. Klar, sie hat Familie und viel zu tun, aber wenn ihr, wenn sie dann noch Zeit hat, färbt sie und das macht sie richtig, richtig gut. Das ist übrigens, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Base, wie sie die nennt, aber es ist 60% Merino, extra fein, Sockenwolle und 40% Tencel. Das sind 100 Gramm, haben 400 Meter. Der ist so schön. Also, da habe ich wirklich gedacht, nein, grün ist toll. Grün ist auch, und ich finde, jetzt schaut mal, es steht mir, oder? Doch, ich finde, ich habe beschlossen, dass mir die Farbe steht. So, aus. Ja, jetzt mit einem Strang alleine kann ich nicht viel machen, aber ich habe noch andere Grünstränge bekommen, so diverse Einzelstränge mal geschenkt bekommen. Und da werde ich mir, habe ich mir gedacht, einen Shifty von der Andrea Mori nächstes Jahr, nicht mehr dieses Jahr, stricken. Wo ich dann das verstricken kann. Ich habe noch auch noch von, das ist eine Balance, glaube ich, von, ach, weiß es auch nicht mehr, wo so ein Olivgrün, was auch noch dazu passend hätte. Und dann habe ich mir überlegt, mit einer, entweder mit als Hauptfarbe dann Anthrazit oder Theresa, das warst du, glaube ich, gern, wo gesagt hat, ein Violett oder Flieder oder so. Ich muss mal gucken, macht mal Vorschläge. Und das komme ich dann, bevor ich das anfange, dann wirklich zu stricken, was ihr meint für Gegenfarbe. Aber der wird nächstes Jahr tatsächlich in einen Pulli einfließen. Auf jeden Fall. Oder, mal schauen. Ein Colorwerk-Teil. Nicht so rosa passt er nicht so, aber ah, der ist schön, der ist wirklich schön. Gut, also den habe ich bekommen. Ja, mit was ist er denn gereist? Also ich habe dann auch noch eine, was hat sie da noch reingepackt? Eine Joggerette. Eine Joggerette, aber das blieb dann in Deutschland. Ich habe ja das vieles zu einer ganz lieben Freundin schicken und die packt dann immer aus und guckt, ob alles angekommen ist. Und dann hat sie schon gesagt, Joggerette, ich sage, ja, die schenke ich dir. Dann ist dieses tolle Lavendelsäckchen drin. Oh, ich mag Lavendel. Ja, da ist, sie findet sie auf Instagram auch. Ja, und dann hat sie das noch mitgeschickt. Das ist süß. Ich glaube, den mache ich dann zum Schal für meine Freundin. Da wird noch passen. Und dann war noch dieser Kugelschreiber. Kugelschreiber, die verliere ich ja immer. Ja, das war da alles Gutes dabei. Und dann habe ich mir noch diese drei Stränge dazu gegönnt. Das sind diese drei.
Das nennt sich sanfte Socke und Leichtigkeit ist die Leichtigkeit. So. Zeige ich euch da mal hier so. Sie hat so schöne Banderolen, gell? Ganz, ganz, ganz hübsch. Ja, also ist eine Vierfach, 80% Merino extra fein und 20% Polyamid. Und ist schön weich und ja, ist voll meine Farbe. Ja, jetzt, leider hatte sie nur noch drei Stränge, aber da hat sie noch diverse Farben drin. Also natürlich ein Rosa. Da hätte ich, glaube ich, sogar was Passendes zu Hause. Dann hat sie hier so ein Lila. Also ich werde da sicher noch fündig. Irgendwas Passendes dazu. Ich brauche, ja, einen Strang brauche ich noch, schon noch dazu. Denke ich. Aber schön. Danke, danke, danke vielmal, liebe Diana. Du färbst einfach wunderschön. Ja, jetzt sind wir aber am Ende, meine Lieben. Wie gesagt, also ich stricke jetzt weiter an meinen Pips. Work in progress. Ich werde, viele sind gerade, haben gerade Anschlageritis, habe ich schon fest. Ich gucke ja viele Podcasts. Und ich würde das ja auch gerne. Ja, Socken, meinen Adventssocken muss ich noch weitermachen. Das werde ich sicher noch anschlagen diese Woche. Dann natürlich Socken für meine Enkelsöhne, für meine Enkeltochter. Also Socken ist immer noch ein großes Thema bei mir. Dann möchte ich nochmal zwei Pullis für meine Enkeltochter, für meine Patentochter anstricken. Und zwar von der Elena Moore. Mortensen, also diese Dallas, also gibt ja die Kinderversion von den Dallas Wetters, da hat sie es dann unten im Körperbereich, diese Dallas-Pferdchen. Die haben sich die beiden Mädchen unabhängig voneinander ausgesucht. Da werde ich als Basismodell, weil es ja rund passend ist, und sie aber diese Dallas-Kinderversion geht nur bis 140. Und ich habe da halt jetzt zwei Teenager. Die tragen so 158, 164 von der Größe. Ich habe dann geguckt, ich habe natürlich auch die Erwachsenenversion gekauft, logischerweise, weil ich den wirklich süß finde und den mir auch mal noch stricken möchte. Da passt es dann aber mit dem Muster hier oben, mit dem Colorwork, was sie hier oben hat, nicht so ganz rein. Dann habe ich mir gedacht, Susan, warum suchen in der Ferne, wenn das Gute liegt so nah? Ich stricke einfach die nächsten Reitparts und benutze das als Basismodell. Ja. Ist einfach wahnsinnig vielseitig, diese Anleitung. Ist so, blieb so, wird immer so sein. Das werde ich noch anschlagen. Sonst werde ich nichts anschlagen, glaube ich. Obwohl ich eigentlich noch so Mützen für meine Enkelsöhne stricken möchte. Jetzt komme ich wieder ein bisschen näher vor. Da bin ich weiter weg. Ja. Ja, für die möchte ich noch Mützen stricken und so einen Kragenschal. Und ja, dann nochmal Socken für mich. Also, das ist jetzt einfach gedacht über die nächsten bis Ende Jahr, also bis zu Weihnachten. Ja, und dann, ich mache ja gerne Pläne. Also, ich liebe es, Pläne zu machen. Ich bin ja schon am Überlegen nächstes Jahr. Was mache ich? Was will ich? Wohin? Also nicht nur so jetzt, an welche Wollfeste will ich. Ich werde tatsächlich nächstes Jahr nur an zwei gehen. Das heißt an Swiss Yarn Festival und ans Kassel Wool Festival. An diese zwei Festivals werde ich gehen, sonst werde ich an kein. Ja, so viele gibt es, glaube ich, auch gar nicht. Ich beschäftige mich da auch nicht so wahnsinnig intensiv. Mein Plan ist allerdings für nächstes Jahr, dass ich keine Wolle online mehr bestellen. Das heißt, ich werde einzig an diesen zwei Wollfesten werde ich dann Wolle für mich kaufen. Ansonsten wird einfach mal verstrickt, was ich zu Hause habe. Weil es hat sich wieder einiges angesammelt über das letzte anderthalb Jahren. Und das möchte. Und es ist so viel schöne Wolle dabei und die möchte ich nächstes Jahr verstricken. Also das heißt, wie gesagt, also wenn ich jetzt da an nach Kassel gehe, das weiß ich jetzt schon. Also ich werde doch dort nicht hingehen können und nichts kaufen. Das geht einfach nicht, weil ich einfach eine absolute Woll- und Stricksüchtige Person bin. Ja,
manche Dinge, die muss man einfach nehmen, die muss man einfach hinnehmen und akzeptieren. Ja, und sagen, ja, so bin ich. Meine Oma immer gesagt, so bin ich halt. Anyway, das war's für heute. Wie gesagt, also das sind meine Pläne für nächstes Jahr. Hauptsächlich stricken für mich, weil die Winterjacken, die ich jetzt für die Jungs gestrickt habe, die reichen garantiert noch nächstes Jahr. Das Einzige, was die vielleicht brauchen könnten, wäre wieder so eine leichte Baumwolljacke. Aber auch da sollte ich eigentlich noch Wolle hier haben. Ja. Ich wünsche euch was. Allen, die gesund sind, wünsche ich, dass sie gesund bleiben. Die krank sind, wünsche ich rasche Genesung. Und die krank sind und die wissen, es wird nicht in absehbarer Zeit wieder, dass sie gesund werden, wünsche ich, dass sie auf ein Level kommen, wo es erträglich ist, wo es lebenswert ist, dass sie nicht den Mut und die Zuversicht fürs Leben verlieren. Ja, also in diesem Sinne, ich finde gerade gar keine schlauen Schlussworte, aber so bin ich halt. Tschüss zusammen!